Hallo Leute, jetzt kommt zu einem neuen Video. Ich habe eben gerade schon im Intro gesehen, worum es hier heute geht. Heute geht es um die Jugendtour. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ich stelle die Kamera um und zeige euch mal so ein bisschen, was ich hier denn so an Technik benutze für die Livestreams bisher. Weil jetzt sieht man hier mal mein OBS. Ich habe mich jetzt einfach mal an den Schreibtisch. Jetzt sieht man auch mal hier. Hier bin ich. Hallo. Nein, was beiseite. Also hier seht ihr einmal den Bildschirm, wo normalerweise das Spiel aufläuft. Wenn ich jetzt hier mal in die... Ja, ich habe nicht erlebt, wenn man das macht, deshalb lasse ich den Video mal in Ruhe. Und jetzt hier auf Game drücken. Braucht den ganz kurzen Moment, weil der zieht mir leider ein bisschen rum. Aber egal. Jetzt seht ihr hier oben meine Facecam. Die filmt mich gerade auch nebenbei noch. Das ist die hier oben. Die... Oh, genau. Ist die Kamera. Das ist die Logitech Streamcam. Und jetzt sieht man natürlich hier oben schon, hier sind Akustik-Schaumstoffmatten. Und das gleiche hat man gerade auch schon gesehen, ist auch nochmal hier so hinter mir. Und ist hier auch nochmal. Dann hier ist mein Mikrofon. Das sieht man jetzt auch mal. Ich stehe mal da auf. Also hier liegt quasi mein Mikrofon. Ja, jetzt sieht man auch hier gerade mal schön das. Ja, jetzt hier zum Beispiel könnte man noch einen Bildschirm anbinden, jetzt hätte man hier für Reaction Bildschirm. Wenn ich den ausmache, habe ich den eben noch spielt, dann sieht es so aus, weil Minecraft gerade nicht an ist. Dann habe ich noch LEDs, die sind zum Beispiel hier unten mit dran. Das sieht man jetzt mal hier ganz schön, jetzt machen wir die einfach mal nur auf blau. Die sind auch hier oben mit dran. Hier sind auch LEDs hinter. Dann... Ich gehe in dem Video auch auf die einzelnen Produkte ein. Also ich schon gesagt, das ist die Kamera, das ist die Logitech Streamcam, das ist der K24HL von Acer, VG240Y, Gaming Monitor von Acer. Dann, die liegen auch gerade ein bisschen klasse. Viereck, was ich ein bisschen moderiert habe. So, dann kommen wir jetzt mal zu dem Mikrofon. Das ist das Moano 320S, eine XLR-Variante. Wird über mein Audio-Interface von Focusrite, das Scarlett Solo, einmal hier durchgeschleift. Kommt dann als. Dann wiederum. Ist das hier mal drin? Jetzt muss ich kurz laden, weil eigentlich müsste das Mikrofon schon wieder. Hier würde man das Mikrofon sehen, aber das. Fehlt jetzt gerade nicht. Das hat sich jetzt wieder aufgehangen. Ja, da sieht man es jetzt, also ich spreche gerade, dann haben wir hier Ausschlag drauf. Genauso wie das jetzt das andere Mikrofon, was hier neben ist, jetzt hier zum Beispiel gerade nochmal anschaltet, das ist dann das Logitech G435, das ist jetzt aktiviert, jetzt drückt ihr auf den Knopf. Und sobald ich jetzt hier quasi reinspreche und ja, jetzt quasi, jetzt seht ihr quasi, geht das auch mit an. Das hat zum Beispiel einen tollen, lustigen Effekt, wenn man jetzt zum Beispiel das auf hat und durch die Gegend rennt, dann geht das. Oder eben das dem streamen will. Dann Tastatur Maus. Das ist eine Gaming-Tastatur von Logitech. Das ist die G435. Dann die Maus ist die. Das ist meine Gaming-Maus. Das ist die Logitech G502 Hero. Allerdings in der kabelgebundenen Version. Damit ich sie nicht aufladen muss. Dann habt ihr bestimmt auch schon gesehen, hier unten ist ein Kabelmanagement. Hier hatte ich ja auch schon gezeigt, das ist mein PC. Das ist ein Dell-Computer. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht hier mal so kurz ein bisschen aufmachen können, dass man hier ein bisschen reinfilmen kann. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Und hier, ja, ist so viel. Ich mache mal ein bisschen zu. Der kodiert alles für den Stream, für die YouTube-Videos. Jetzt hat man hier irgendwann schon gesehen, den Schwenk. Mein Racing Seat, der allerdings nicht mehr lange beim Setup sein wird, das merkt man schon, aber weil der nämlich enorm viel Platz wegnimmt, das ist, hier drauf sitzt ein Logitech G29 auf dem Rig und dann kann ich auf diesen Fernseher ETS zocken oder Assetto Corsa oder sonst irgendwas. Ja. Dann habe ich hier
gerade am Setup. Da hinten noch so eine Getränkedose von Astra steht. Keine Werbung für Astra an der Stelle. Und ja, ich drehe jetzt mal die Kamera. Ich bin ja momentan, was die Videos angeht. Ja. Eigentlich relativ alleine. Ich mache das alleine alles. Ja, jetzt sollen wir hier nochmal kurz gucken. Dann haben wir im Hintergrund, wie gesagt, noch kurze Matten, die sind übrigens nicht geklebt, die sind angepinnt. Und im Übrigen, das Rote, was ich hier das mal runterstellt, nee, ist immer oben. Hier könnt ihr jetzt auch runter machen, mache ich aber nicht. Das ist immer oben. Und ja. Dann, wie gesagt, Headset. Kann ich jetzt wieder mit einer hinkriegen, das jetzt hier aufzusetzen, ja. Also das, wenn ich es streame, habe ich das auf, das sieht dann dementsprechend so aus. Aber wenn ich streame, habe ich hier noch, um mich zumindest auf einem Ohr zu hören, noch hier noch so eine Kopfhörer. Das sind ganz einfache Sammlung-Kopfhörer, aber eventuell werde ich wieder auf ein Headset umsteigen, wo ich mich selbst noch höre, was dann quasi an mein Audio-Interface hier angeschlossen. Quasi, jetzt müssen wir auszoomen. Was ihr jetzt hier seht. Warte mal, ich gehe jetzt mal ran. Also, wo ich mich dann wieder hier höre, ihr seht, hier gibt es einen Knopf, der heißt Direct Monitor, da kann man an- und ausschalten. Und der schleift dann eben das hier mal durch und legt es mir noch mit auf die Kopfhörer. Ja, und im Übrigen, die sind nur, kann ich auch gerne mal zeigen. Und zwar, wenn ich streame, habe ich hier sowas. Hier ist dann so ein. Wie kann ich euch das mal am besten zeigen? Ja, ist alles mit einer Hand etwas schwierig. Ich habe mir jetzt keinen, der die Kamera mal kurz halten kann dafür. Hier ist so ein. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber hier ist so ein Klett. Teil, das Ganze ist da hinten auch drunter, weil ich das dort noch und hält das. Dann nehme ich nämlich das Kabel hier. So, das steckt man dann in den Computer, dann nehme ich mir dieses Kabel hier, das geht dann in das Headset. Das hat dann auf der einen Seite USB-C und auf der anderen Seite wiederum einen normalen USB-Anschluss. Das stecke ich dann hier rein. Das ist quasi hier angeschlossen und dann kann ich quasi streamen. Ist dann im Übrigen, ich weiß nicht, ob der das auch danach auch erkennt, wenn das Teil nicht drin steht. Also hinten ist ein Stick drin und für das hier ist hinten ein USB-C-Dongle drin, damit der die Kamera erkennt. Und ganz lustiger Nebeneffekt ist natürlich auch, wenn ich zum Beispiel Besuch hier habe, dann sitzt der hier. Das Coole ist, wenn ich zum Beispiel aufwache und ich suche jetzt einfach mal das Setup. Oder aber hier auf den Fernseher. Der hier irgendwie noch ist. Das heißt, ich kann den Stream, der dann da läuft, der dann dort läuft, also den ich dort live produziere, dort auf dem Fernseher abspielen und mit einem zweiten Satz Kopfhörern dann dort wiederum anzeigen lassen. Das ist natürlich mega geil. Kann. Das lässt es dann meistens eigentlich eher angestöpselt. Das geht nicht, ist nicht einfacher. Ach ja, was hier auch noch liegt, ist mein alter Nintendo von früher noch. Vom Zocken. Aber mit dem kann ich nicht streamen, leider. Das ist ein Auto, ich werde den umbauen. Das ist dann der hier. So, was kann ich euch denn noch zeigen? Wo das neue Setup hinkommt, habe ich euch gezeigt. Gezeigt. Was hier mit dem Tablet. Ja, und die Dose. Ach ja, mein kleiner Controller, den hat man auch in der Kamerafahrt gesehen. Das ist dann der hier. Das ist ein Controller von Speedlink. Ganz günstiger. Ich werde im Übrigen die Produkte nicht verlinken.
Und das auch aus gutem Grund. Also, das soll jetzt gewesen sein. Ich habe euch jetzt erstmal soweit alles gezeigt, was ich hier so benutze. Ihr kriegt jetzt nochmal, also zum Anfang hattet ihr so einen kleinen Kameraschwenk, das kriegt ihr jetzt nochmal zum Ende hin. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Peace. There's no doubt, gotta get out of this small town. You took my heart from me, now you're everywhere I see. Set me free, let me fly, let me find new kinds of highs. We're just wasting here, waiting for another year. We both know the score, we've been here once before. So many words unspoken, you took my heart, it's already broken. You don't have to wait, I can take the pain. I will surrender, let me go on a new adventure.